Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ist es soweit. Wir öffnen 106 Pokémon Packs. Ja, denn heute ist mein Geburtstag am 1. September. Ich werde 10 Jahre alt. Und ja, dafür gibt es eine kleine Überraschung, eine große. Diese Packs sind jetzt koreanisch. Die sehen jetzt so aus. Die Struktur, halt nicht die Struktur. Die sind schon anders als die deutschen. Die sind auch sehr viel günstiger. Zum Beispiel so ein Display jetzt. Da sind 30 Pokémon-Packs drin. Kostet 20 Euro. Die sind halt auf jeden Fall original. Wir haben jetzt auch schimmernde Legenden. Denn dieses Set hier, das ist im deutschen Sturm im Firmament und Echo des Donners Zusammenhalt. Im koreanischen, ja. Diese beiden sind Welt im Wandel im Deutschen. Und dann haben wir noch das hier. Das ist was ganz Besonderes. Ich glaube, das heißt GX Allstars oder so. Weil da können wir ein Gottpack haben. Und ein Gottpack, ich glaube schon, was das ist. Da sind jetzt in jedem Pack 8 Karten. In einem Gottpack sind 10 Karten. Und jede Karte in dem Gottpack ist eine Full Art, eine Trainer Full Art, eine Rainbow Rare, eine Tag Team. Und wir können hier auch goldene Tag Teams ziehen. Zum Beispiel jetzt Reshiram und Glurak in Gold. Ja, und ich habe ja noch einen Bonusbooster bekommen. Wir öffnen dann zuerst schimmernde Legenden, halt in der Reihenfolge, wo die sind. Ich lege die jetzt mal hier auf die Seite. Okay, wir beginnen mit diesem Pack hier. Das ist irgendwas mit Turbo FIFA oder so. Ich muss mir keinen Kartentrick machen. Ich mache die so. Ich hoffe, das stört euch nicht, weil in koreanischen kenne ich die Namen nicht so gut. Oh, wir haben ein Pyroleo-Holo. Oh, was sehr, sehr gut aussieht. So dunkel ein bisschen. Da noch ein Oshakuil. Halt sehr, sehr gut. Wir haben aber in jedem Pack 2 Holos. Ja, also ich lege die jetzt dahin, aber die anderen Holos, die wir ziehen, lege ich da nicht hin, weil wir haben in jedem Pack halt 2 Holos. Okay, wir haben hier 20 Packs von Schimmer der Legenden. Ja, oh mein Gott. Hier sieht man dann noch Celebi Shiny, Paltia Holo, wie heißt der nochmal? Flamiau. Dann Pikachu, Juveldurl und dieses Pokémon da. Okay, wir starten jetzt mit dem ersten Pack Schimmernder Legenden. Wechsel ich immer. Ja. Okay, die koreanischen gehen auch nicht so leicht auf. Und ich sehe da eine GX schillern. Ja, nicht schillern. Ihr wisst schon, was ich meine. Kein Kartentrick, vergesse ich immer. Nach der Gewöhnung. Ein sehr süßes Pikachu. Und unsere GX ist ein Raichu. Oh, die sieht gut aus. Ja, erste 2 Packs, erste 2 Puls. Ja, gut, nicht schlecht. Und hier haben wir, wie es aussieht, nicht in jedem Pack 2 Holos. Ja, Gott, wie schwer zu öffnen. Ich nehme, glaube ich, dann eher meine Schere. Kein Kartentrick. Mit Zunder, dann Pikachu. Ja, okay, wir haben in jedem Pack eine Holo, wenn es keine GX ist. Lege ich jetzt nicht auf der Seite, weil, ja, es sind dann zu viele Holos einfach. Okay, jetzt nehme ich kurz mal meine Schere, damit es leichter wird, das Pack zu öffnen. Okay, leichter ist es jetzt nicht geworden. Also die koreanischen gehen einfach sehr schwer auf. Ja, jetzt habe ich mich schon gewöhnt, dass ich einen Kartentrick mache. Und unsere Holo ist ein Marshadow. Oder wie heißt der nochmal? Nicht Marshmallow. Ich habe irgendwie. Jetzt habe ich gedacht, dass der Marshmallow heißt, obwohl er Marshadow heißt. Ja, Marshadow hat nicht so viel mit Marshmallow zu tun. Ja, geht schon doch nicht so leicht auf, wie ich dachte.
Okay, wie bekommt man die eigentlich leichter auf? Tut mir leid, dass ihr jetzt so lange. Hier bin ich wieder. Ich habe kurz auf Pause gedrückt und alle Packs hier so aufgeschnitten. So. Weil ich weiß, es für die Zuschauer dann langweilig wird, wenn man dann halt ja sehen muss, wie die andere die Packs aufmacht. Ja. Langsam muss deine Shiny kommen. Ein Hyper-Holo. Ich habe mir doch ein bisschen anders überlegt. Wir legen die Holos doch noch hin und immer wenn ich ein neues Display öffne, dann nehme ich die halt weg. Und ja. Ich habe die jetzt alle Packs so aufgemacht. Ja. Und nein, ich habe nicht reingespiegelt, also keine Angst. Shiny, du musst jetzt kommen. Yeah! Habe ich doch gesagt. Der ist gut. Schimmerndes Rayquaza. Habe ich schon auf Deutsch, aber nicht auf Koreanisch. Also unser erster sehr guter Hit. Leg ich. Wartet. Immer Folien dabei haben. Okay. Etwas Pack. Es wäre sehr gut, wenn noch ein New Shiny kommt. New Shiny wäre noch, ja, sehr gut. Ach, und New Shiny nur 30 KP hat. Palkia ist unsere Holo dieses Mal. Ja, gut. Wir hatten keine doppelte Holos bisher. Und ich hoffe, das ändert sich auch nicht. Juwel-Talholo. Lege ich jetzt so hin. Ja, okay, die erste doppelte Holo. Bei Shadow. Ich wollte gerade wieder Marshmallow sagen. Lege ich jetzt auf das andere drauf. So, Genesect Shiny wäre natürlich auch gut. Aber Mew halt das Beste. Wir haben einen, wie heißt der nochmal? Shaman. Auch sehr süß. Wo lege ich den jetzt hin? Gut, hier. Wir haben als Holos hier in Schimmernde Legenden jetzt auch nur legendäre Pokémon. Ich glaube, das sind schon alle, die wir ziehen können. Ja, habe ich gesagt, das sind schon alle Holos, die wir gezogen haben. Dann noch ein Reshiram-Holo. Ich muss ein bisschen schneller machen, damit das Video jetzt nicht so 3 Stunden lang wird. Hooper dieses Mal wieder. Ja, wie soll ich das hinlegen? Keine Ahnung. Wir können hier, glaube ich, noch Zekrom ziehen in Holo. Glaube ich. Und ja, Raikou können wir auch noch ziehen. Aber Ente und Sekunde nicht. Sekunde. Ja, wo lege ich Raikou hin? Hier hin, ne? Und noch, wie heißt der nochmal? Viridion irgendwie? Ja, irgendwas sowas was. Viridion, nein, nicht so, aber so ähnlich. Oh, wir haben hier eine Jix. Oh, wir haben hier eine Jix. Wenn es Mewtwo Labor ist, eine sehr coole Secret Rare, die ich allerdings schon habe. Entei! Boah, die ist auch gut. Ja, wo soll ich die hinlegen? Ich habe hier irgendwie keinen Platz.
Halt die meisten, ich habe auch gesehen, halt manche, die schillernde Legenden halt so in Koreanisch aufmachen, die hat dann zwei Shinies drin, also müssen wir auch noch ein zweites Shiny ziehen. Ja, Latias in Holo kann ich hier auch noch ziehen. Aber wir brauchen jetzt langsam eine Shiny. Kommt eine? Kommt jetzt einer? Kommt Ludia ein Shiny? Ich glaube schon. Ach, Tier Shiny! Habe ich allerdings auch in Deutsch. Aber ein Shiny ist ein Shiny. Muss auch eingehüllt werden. Halt hier ein Shiny haben wir jetzt nur einmal. Keldeo kann man auch noch ziehen als Solo hier. Halt aber nur Legendäre. Und Juweltal in Holo. Okay, noch zwei Packs von dieser wunderbaren Edition. Shiny. Wäre gut. Den ich allerdings noch nicht in Deutsch habe. Und unser Holo ist ein Manaphy. Kann ich auch noch ziehen. Ich habe Schillernde Legenden schon sehr lange nicht geöffnet. Okay, ein Shiny, Zekrom in Holo. Ja gut, mit was machen wir jetzt weiter? Wir machen weiter mit dieser wunderbaren Edition hier. Ja. Ich lege die so hier hin, okay? Jetzt öffnen wir diese Edition hier, die auch ziemlich cool ist. Da sind auch wieder 20 Packs drin. Leute, ja! Ja! Seht ihr, da ist so ein Schnitt rein. So ein bisschen so. Und da kann man jetzt viel leichter aufmachen. So leicht auch nicht, aber trotzdem. Okay, Flutifia hier mit so Kristallen dahinter. Ja. Unsere Holo dieses Mal ist ein Kapalores. Kapalores. Kapalores ist ein sehr witziges Pokémon. Wo ist nochmal hier dieser? Ja. Die auch. Haben sich hier jetzt auch nicht so gut gemacht. Aber besser als bei schimmernden Legenden. Bam, 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 bam. Okay, was bekommen wir jetzt in diesem Pack? Diese Karte habe ich noch nie gesehen. Wirklich. Oh, ein Stalos Holo. In dieses Set hier haben wir auch ein paar Karten, die sehr alt sind, halt wieder im Neuen irgendwie halt. Ja. Gehen wir jetzt so hier hin. Ja. Geht auch nicht so leicht auf. Jetzt müsste eine 100 kommen. Okay, unser Reverse, gibt es jetzt hier auch, ist, hä? Jetzt haben wir keine Holo. Sind die irgendwie jetzt seltene? Nicht. Nein, ich glaube, wir haben in dieser Edition nicht in jedem Pack eine Holo einfach. Und anstatt eine Holo halt so eine Karte. Ich lege jetzt nur die hier hin. Ich mache dann auch noch ein Video und dann zeige ich halt alles, wo ich gezogen habe. Ja, wunderbar auf. Geht jetzt wunderbar auf. Okay. Ein sehr süßes Lampi.
ein, wie heißt der nochmal, besonderer Bonbon irgendwie? War das doch? Und ein, wie heißt der? Ja, eine Holo einfach. Haben wir jetzt hier in jedem Pack eine Holo oder nicht? Ich bin ein bisschen verwirrt. Oh mein Gott. So langsam müssten wir was ziehen. Ja, das war eine alte Karte. Und das Kanga war hier auch. Das war auch eine alte Karte. Und ein Holo. Hier haben wir viele Holos mit Pokémon, die halt mir nicht so bekannt sind. Komm schon hier auf. Oh, ich glaube, wir haben eine GX. Und wenn es die ist, wo ich denke, dann haben wir Glück. Ist das das Arktos, das mega gut aussieht? Ja, es ist das Arktos! Oh Mann, sieht die gut aus. Es ist das Arktos. Also eine Rainbow, falls ihr hier eine Rainbow ziehen solltet, oder ein Terrain of Fullard oder sowas ähnliches. Wir können hier leider keine Goldkarte ziehen. Die Entwicklung von Schlurp. Metallenergie. Ein Puppi da, was mit Kreide gemalt ist. Ja. Und unsere Holo ist ein Despota oder Despota. Ich glaube, es war auch eine alte, damals halt. Gehen zwar leichter auf als die anderen, aber trotzdem nicht so leicht jetzt. Eine Blitzenergie. Und wieder ein Kapalores Holo. Jetzt sammeln sich langsam die Holos. Der Samurai-Schnitzer. Ja, nicht. Das alte Kangaroo. Aprikoko-Hersteller, den habe ich in Full Art. Noch so ein Onyx. So glitzern ein paar Karten und ein paar sind Holos. Kapiere ich nicht. Sind die jetzt irgendwie selten? Ich lege jetzt da nicht hin. Ich weiß nicht, ob die selten sind oder nicht. Das ist halt das Problem. Sind die jetzt 5000 Euro wert oder ein paar Cent nur? Okay, wieder das Flunkyfell mit den Kristallen. Oh, das Ho-Oh, das war auch eine alte Karte halt. Das ist sehr, sehr cool. Unser Holo ist ein. Ich mag Brand. Wie heißt der? Locajo? Irgendwie sowas. Geht ja wunderbar auf. Ein Sichlor. Ein Faultier. Energietausch, glaube ich. Ja. Wieder ein Blitzenergie. Das war, glaube ich, auch eine alte. Bin mir nicht so sicher. Oh, diese Holo ist cool. Das ist so eine komische Fliegenfalle. Zu viele Holos. Zu wenig Platz. Da sieht man die Playmats ja nicht mehr. Mit so vielen guten Karten, die wir bisher gezogen haben, sieht man die Playmat nicht mehr. Oh mein Gott, für die arme Playmat. Das arme Memme unten sieht man noch ein bisschen. Hablo nicht und dann sieht man hier noch Chipper ein bisschen. Noch ein Sonderbonbon. Wieder so eine Glitzerkarte.
Ich habe keine Ahnung, ob die jetzt wert ist oder nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Eine Wasserenergie? Waren das Pokémon Ranger? Nein, ja doch. Ich glaube schon sogar. Ein Lunastein in Holo. Ich habe euch was vergessen. Ich habe was vergessen, euch zu zeigen. Halt hier die Artworks. Hier sehen wir Lampi. Diese Schnecke hier, Zubiris. Lunastein, was wir gerade gezogen haben. Kapaloris und Wurmkind oder so. Ja, Wurmkind. Kindwurm. Nein, Kindwurm, nicht Wurmkind. Kindwurm. Das Lampi, das wir vorhin gesehen haben. Was ist das für ein Pokéball? Keine Ahnung. Das war irgendwie Köderball, glaube ich. Und das war der Köderball. Und da noch ein Stalos. Holo. Was wir auch schon haben. Was ist nochmal der Samurai-Schnitt? Oh, diesmal Ding ist ja sehr leicht auf. Von hier müssen wir jetzt noch mit einer Full Art rauskommen. Oh, damit ist Secret Rare! Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Nicht mit einer Rainbow Energie. Secret Rare, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, Leute. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh Mann, war das heftig. Ich so, wow. Ja. Also die Full Art, die wir wollten, haben wir schon rausgezogen. Ja. Wir hatten doch die normale. Und unser Holo ist ein Egamator, irgendwie so heißt der. Irgendwie, aber wie? Samurai-Schnitt, enttäuscht mich nicht. Ja, geht so wunderbar wieder auf. Geht dann wieder wunderbar auf. Ja. Schnell, ich will jetzt hier nicht so eine Doppelstunde rumfilmen. Hier zu filmen. Und wieder diese Spinne als Holo. Ja. Ein Kindwurm. Nicht Wurm, Kind, Kindwurm. Wieder so eine Glitzerkarte. Wieso glitzern ein paar sind Holos? Ich nicht. Von hinten. Geht auch schon leicht auf. Doch nicht so leicht. Ja, komm. Endlich. Ah, okay, wir haben dann noch gleich noch ein Pack. Und wieder diese Affe Solo. Okay, letztes Pack von dieser Edition. Geht. Das Ding leicht auf. Das ist ja leicht. Okay, schaffen wir es hier noch was zu ziehen? Wenn nicht, bin ich schon ziemlich zufrieden. Ein Desmodell noch holen wir noch. Okay. Wir hatten aus dieser Edition noch eine Secret Rare, ja. Und zwar die Rainbow Rare Energie. Die hier, ja. Und wir machen weiter mit. Diese wunderbare Edition. Okay, weiter geht es mit diesem wunderbaren Set hier. Hier sind dann wieder 20 Packs. Bevor ich das öffne,
habe ich jetzt hier die Karten von Schimmernde Legenden hier hingelegt. So, damit ein bisschen mehr Platz ist, okay? Okay, noch diese 20 Packs, dann haben wir noch ein Welt im Wandel mit 30 und noch das andere mit 15. Wir haben also nicht mal die Hälfte. Ja, hier gibt es wieder diesen Schnitt hier. Hä, was haben wir da drin? Was ist das? Was ist das? Da sehe ich was. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es sieht auf jeden Fall. Was ist das? Hä? Was ist das? Ein Katagami irgendwie? Mit Professor Kukui? Ja, ich weiß nicht, was das jetzt soll. Ich lege die jetzt einfach. Ich einfach jetzt hier hin, sag so, ja. Weil ich weiß dann nicht so genau, was das ist. Es könnte was ziemlich Seltenes sein. Ja, und unsere Holo hier ist. Zwirfenst heißt sie, glaube ich. Oh. Gut. Okay. Dieses Mal haben wir. Was ist das? Ein komisches Evoli. Ja, ein sehr komisches Evoli. Ich weiß nicht, sind das jetzt irgendwie so Coupons, damit man was kaufen kann? Und jetzt wieder so eine Glitzerkarte. Was soll das? Wieso sind in ein paar Packs Glitzerkarten und in anderen, ja, Holos? Komm, was haben wir jetzt? Bekommt man da ein Pokémon-Pack gratis oder sowas? So sehen die das? Ich weiß nicht. Diese Code, das ist noch, sieht man einen Code. Ich weiß jetzt nicht, was es soll. Unsere Holo ist ein Victini, was sehr süß aussieht. Was haben wir dieses Mal? Was haben wir? Was ist das? Bam, bam, bam. Was ist das jetzt? Ein Armband irgendwie? Ja. Ja. Irgendwie bekommt man da, glaube ich, was. Oh, ein Schlinking-Hollow. Die erste Ultra-Bestie. Weil Solo, die wir heute sehen. Okay, weiter geht's jetzt mit diesem Pack hier. Ich habe jetzt total vergessen, dass es einen Schnitt gibt. Okay, hier haben wir den Kapitän. Jetzt haben wir hier sowas. Können wir ja kurz noch von hinten alle ansehen. Also das sieht jetzt so aus und so. Das hier sieht auch so ziemlich cool. Oh Leute, wisst ihr, wie selten diese beiden Karten sind? Die sind aus einem Kinofilm. Dann das Evoli mit wieder sowas. Dann noch Professor Kukui, ja. Okay, Leute, ihr habt es schon gesehen, glaube ich, was da drin ist. Oh, ihr habt es schon gesehen. Ihr habt es schon gesehen. Oh mein Gott. Ist die? Leute, es ist die, es ist die. Leute, gut. Ein Jürgen mit dem Rollerdamen. Gut. Und hat ihn. Habe ich leider schon. Auf Deutsch halt. Das ist nicht die gleiche Karte, weil die ist koreanisch. Ja, das ist einfach so krass irgendwie. Ich weiß. Okay, und was ist das jetzt hier? Ja. So ein komischer Baum. Ja, das ist dieses Pokémon hier. Ein Entei. Kyogre Holo! Kyogre ist wirklich cool. Okay, jetzt habe ich hier wieder so ein Kompon, der irgendwie so was komisch ist. Wenn ihr wisst, was das ist, könnt ihr es mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ein Komplosio-Holo! Das ist auf Deutsch schon noch sehr spielbar, glaube ich. Ich weiß, das oder ein anderes. Ich glaube, das war sogar das. Viele Packs noch, ja, wir haben noch ein paar. Wir haben nicht mal die Hälfte von denen hier geöffnet. Okay. Was
Das ist das irgendwie so eine kleine Liste mit Tag Teams. Ja. Keine Ahnung, was das soll. Waylord als Glitzerkarte. Ja, was sollen diese Glitzerkarten bitte? Sieht dann so aus, 200 KP, obwohl das keine GX ist oder so. Es gibt auch einen User, den GX, der hat nur 130 KP. Ja, obwohl es eine GX ist. Haben wir hier wieder diesen Coupon, oder ich keine Ahnung, ob es ein Coupon ist. Sieht aber ein bisschen so aus. Eine Feuerenergie, Pam Pam, Tangela, diese Energie hier und eine Holo mit einem Pokémon. Das ist ein Hirsch. Es gibt jetzt einen Schnitt. Ich vergesse immer, dass es den Schnitt gibt. Wow, das sieht ja cool aus. Ja, was macht das? Ein Code? Scannt man den irgendwie irgendwo ein? Weiß nicht. Ja. Wollen wir Lucy? Oh, Groudon! Passend zu Kyogre, wo wir vorhin bezogen haben. Hier. Kyogre und Groudon. Die zwei Ernstfeinde. Also diese Packs gehen wirklich sehr leicht auf. Dann wieder dieser Professor Kuko hier und das Katagami. Also diese Pokémon-Packs gehen wirklich leicht auf. Ein Tausch. Der Pokécom. Nein, wie heißt der nochmal? Nicht Pokécom. Auf jeden Fall ist das so eine Glitzerkarte. Ich glaube Pokémon-Kommunikation irgendwie war das. Ja. Okay, wir haben hier so einen neuen Kompon. Ich bin gespannt, was das ist. Aber doch nicht neu. Okay, nur den hier. Spielen irgendwie eine Rolle. Was kann man mit denen anfangen? Sind die da nur zur Werbung irgendwie? Ich glaube schon. Und wieder das gute Victini. Okay, wie viele haben wir noch? Ich glaube, wir haben noch eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Packs noch. Okay, 7. Okay, endlich mal was Neues. Endlich mal was Neues. Mit einem Tutor komplett vertroffen. Ja. Ich kapiere irgendwie aber immer noch nicht, was die bringen. Da schaut ihr in den Müll. Und wieder ein Groudon. Das klebt schon so ein bisschen. Wie ein Groudon. Don Don Groudon. Es gibt jetzt einen Schnitt. Okay, wieder was Neues. Jetzt mit Glurak und Rutena drauf. Nicht mit Turtok und Glimpfe. Sondern mit Glurak und Rutena. Das sieht so. Wir haben. Ja, ich hab. Die Schlinking-Karte aus Versehen. Also, war ich ja irgendwie gezeigt. Also wisst ihr, was für eine Hule wir haben werden, ja. Ein Schlinking. Okay, Tag Team oder Full Art oder Trainer Full Art oder Tag Team Rainbow Rare. Leute, kommen. Schnell kommen. Okay, jetzt haben wir hier wieder das Ash mit den Ash mit dem Tomborg. Ja, und da hinten sieht man noch ein bisschen mit Kreide, der malt ein Pikachu und ein Pokéball. Ja. Ich kapiere aber immer noch nicht, was die bringen. Ist das eine Zugenergie? Ich glaube schon. Oder nicht? Was war das? Stopp mal. Stopp mal. Was habe ich hier falsch gemacht? Leute, ich hab die aus Versehen. Oh. Ja, gut. Die habe ich noch nicht. Ich hab die irgendwie aus Versehen mit diesem Code hier eingezogen. Ich hab alle, wo ich hier sein muss. Ja. Dann noch ein. Das ist ein Bisaflor und Tippifeu, glaube ich. Wieder hier so
eine kleine Liste. Ich mache das jetzt so. Velusi wieder. Wir haben echt viele doppelte Karten. Oh, ein Fahrrad in Holo. Oh ja. Diese Karte habe ich tatsächlich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich muss diese Karten hier ein bisschen so hinlegen. Wieso vergesse ich immer hier den Schnitt? Wieder dieses komische Evoli. So, ja. Was ist das bitte für ein Evoli? Ja. Ein Evoli. Okay, dann haben wir hier eine Psychoenergie noch. Ein Demetrium Pampam. Quistoso. Und ein Zwirfenst in Holo. Noch drei Packs. Von dieser Edition halt nur. Okay, also wir hatten schon jetzt in dieser Edition hatten wir auch noch schon einen ziemlich guten Puls. Ja, das war's. Die Glitzerkarte auch noch. Ich weiß nicht, ob die da was bringt. Ja, die haben wir auch schon, diese Codekarte oder Shopkarte oder ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Ein Entei, was schon sehr cool aussieht. Und nochmal ein Kyogre-Holo. Okay, schaffen wir es hier noch was zu ziehen? Wir werden es herausfinden, wenn ich das Pack abbekomme. Okay, wieder diese Karte hier. Okay, können wir jetzt hier noch eine Tekken ziehen? Ein Fullert. Ja. Noch ein Groudon. Ja gut, also wir machen jetzt weiter mit 30 Pokémon Packs. Ja, mit dieser zweiten Wandelset. Okay, wir machen weiter. Wie ich bereits sagte, sind hier drin 30 Packs. Also mehr Chancen auf Tag Teams. Aber es sind dafür nur 5 Karten hier drin. Ja. Okay. Seht ihr, wie viele das sind? Oh mein Gott. Das wird lang. Dieses Video hier wird, glaube ich, so eine Stunde dauern. Nein, mehr, glaube ich, sogar. 1,5 Stunden. Ungefähr. Weil ich brauche für jedes Display, glaube ich, ungefähr. Ja, hier sind 5 Karten drin. Und keine, nicht in jedem Pack hole. Ja, ich brauche jetzt für jedes Display, glaube ich, ungefähr so 10 Minuten. Hier eventuell auch so 20, weil hier sind ja auch mehr Packs. Ja. Und Mastito Holo. Das Ding gut auf. Ja. Okay, hier geht es sehr schnell. Auf Deutsch ist es schon noch spielbar, glaube ich. Ich glaube, durchsuche dein Deck nach bis zu 2 Tag Teams. Gut, wir müssen jetzt hier was tun. Ja. Ja, das wird, glaube ich, schon noch schnell hier gehen, weil hier sind ja nur 5 Karten. Geht wirklich schnell hier. Und es ist ein grandioses, ja, ein grandioses Holo. Das Team leicht auf. Oh, wir haben ein Tag Team. Oh, wir haben ein Tag Team. Oh, wir haben ein Tag Team. Oh, ich habe gedacht, das wäre ein direktes Tag Team, aber Maro und Racy Tag Team. Ja. Ist zwar nichts Besonderes, vielleicht so 2 Euro wert.
Aber eine Tag Team ist eine Tag Team. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Halt, das habe ich auch, den sehe ich auch selten als Karte hier. Jetzt, ja. Kleines Problem. Okay. Okay, jetzt müssen wir was ziehen. Luminous. Gut. Ja, das ist noch eine Ruhe hier. Habe vergessen zu zeigen. Weil wir sind ja eher die guten Karten, halt nicht die Holos, halt eher so die Tag Teams sehen. Oder die GX. Oder die Full Art. Oder einfach die Rainbow Rares. Nein. Ja. Ein Sankabu. Dann noch die hier. Und ein. Nein, nicht Flamara, das war Felinara. Das war Felinara. Großer Unterschied. Ich habe auch vergessen zu zeigen wieder. Hier noch Cosmovum. Zekrom. Nein, Zekrom. Weißes Tyram oder schwarzes? Keine Ahnung. Ich kann nicht unterscheiden. Das hier Flunkifer. Diese Eule. Dann noch Mediras, glaube ich, war das. Und dann noch Ursing. Leute, wir haben eine Fullart. Leute, wir haben eine Fullart. Leute, wir haben eine Fullart. Oh, Leute, ist es dies? Ich flipp aus. Leute, Mario und Tracy Tag Team in Fullart. Das ist der Hammer. Die hatte ich noch nicht. Ich habe noch keine Trainer Fullart. Ich hatte eine. Habe ich aber weggetauscht. Ja, gut. Ausbeute bisher. Sehr gut. Ja. Ich wusste nicht, dass jetzt noch so ein Hammer-Hit kommen kann. Aber man weiß nie. Ja, das war's. Mit deinem Pyroleo. Okay. Und ein Flinkfair mit Mega Schlappohr und Pummeluft dahinter. Ich hoffe, wir ziehen Mega Schlappohr und Pummeluft in Tag Team nicht, weil dann ist das schon das fünfte Mal, dass ich ein Tag Team habe. Ja. Und wir haben. Oh, Soliger Leo. Holo. Der sieht so cool aus. Also 30 Packs sind auf jeden Fall sehr viele. Ein sehr süßes Evoli und Bautz und dann noch Cynthia und wie heißt die nochmal? Cutler, ja, Cutler Tag Team. Und wir ziehen dann noch ein wie. Tut mir sehr leid, ja. Weil ich habe eine Allergie gegen Pollen und erstmal so muss ich manchmal immer wieder husten und da ein Vibrava heißt es, glaube ich, so ähnlich. Ja, ich bekomme die Karten hier nicht raus. Bestianit, glaube ich, heißt dieser Stein hier, ja. Und eine Holo. Also Trainer Holo halt so Items oder ja, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe nur ein paar Trainer in Holo gesehen, aber so Items wie die habe ich noch nicht gesehen. Läufer, was auch sehr süß aussieht. Und Ursing. Heißt der Ursing? Nicht. Ja. Tut mir leid. Okay, dann haben wir hier noch ein. Na, wie heißt der? Geil. Lulisandan und Tendrak heißt der, glaube ich.
Arceus und Arceus Jaeger und Paltier war das, oder Paltier, Arceus und Jaeger war das. Ja, wir haben hier dann noch Rot und Blau Tag Team und Silvaro Holo. Double Brawler. Also, das geht eigentlich auch in verborgenes Schicksal. Wir haben eine Shiny und danach dahinter noch eine GX. Ich schon auf. Endlich. Tucumaru. Und hier ein Alizard. Und ein Willy. Hier sieht man schon alle Alola Sandern. Arboretos. Und noch ein Lampi zum Schluss. Okay, wie bekomme ich das jetzt hier auf? Erst die Karten hier ein bisschen sortieren. Gut. Nicht so gut, aber auch egal. Sehr gut. Und jetzt versuche ich das irgendwie aufzubekommen. Hier sieht man dann noch so die Energien. Das habe ich gar nicht bemerkt. Auf jeden Fall schon noch cool. Ja, geht auf, okay. Und jetzt kommt was? Ja! Ein Libera, ja. In Gigs. Heißt Libera? Libera? Zum Schluss kommt dann noch das ganz besondere Set. Das Beste zum Schluss. Romley und Hara, ein Heftim und Abidiffel noch. Dann noch dieser kleine Teddy mit der Arceus-Statue dahinter. Das schon noch sehr cool aussieht, finde ich. Dann ein Golbat. Tut mir leid. Und, oh, Leute, cool. Eine Crossma Holo. Eher Ultra eine Crossma Holo. Okay. Ja, das war's. Noch drei Packs. Tag Team. Muss kommen. Okay, hier Dio, ein Cosmo, ein Bolt, ein Hendrik und ein Washakul. Es wäre cool, wenn das irgendwie so Wolvrock Nachtform, Wolvrock Zwillichtform und Wolvrock Tagform, Tag Team gäbe. Ja, ich habe hier irgendwas über Wolvrock gesagt. Halt. Den Tag Team nehmen sollte und wir ziehen in Wolverock Nachtform in Holo. Das letzte Pack, was ich nicht aufbekomme. Okay. Können wir hier noch zum Abschluss dieses Displays was sehr Gutes ziehen? Nein, okay. Weiter geht es mit dem letzten Display und mit dem wohl krassesten. GX Allstars, will ich jetzt so hören. Wir machen jetzt weiter mit GX Allstars. Wenn es euch überrascht, dass die Karten jetzt irgendwie, die waren ja oben und dann waren die so. Wenn es euch überrascht, ich drücke immer wieder auf Pause, damit es ein bisschen sortierter ist. Also, ja, jetzt wisst ihr es. Die sind 15 Packs nur. Aber dafür können wir auch God Pack, Gold, Tag Team und sehr viele andere coole Sachen ziehen. In jedem Display ist eine Secret Rare garantiert. Also habe ich hier sicher was. So eine Secret Rare meine ich.
Wie soll ich das jetzt auch hier aufbringen? Gut. Hier glitzern ja alle Karten. Hier glitzern ja alle Karten. Ja, cool irgendwie. Wie viele Karten sind hier eigentlich drin? Ich glaube 10. Arctos Holo und Absol Holo. Ja, hier sind 2 Holos drin. Hier sind jetzt 2 Holos drin. Lege ich lieber so. Hier sind 2 Holos drin. Ja. Okay. So 2 Holos. Ja, ist gut. Jubelball, der ist in Deutsch auch sehr gut spielbar. Agorian in Holo, ja. Und, oh, Zerra auch ein Holo. Sehen beide sehr gut aus. Jetzt das Team. Wir haben noch 3 Teampacks. Habe ich hier was? Oh, Leute, wir haben hier was. Hier ist unsere Secret Red drin. Hier ist unsere Secret Red drin. Das habe ich euch gesagt. Hier haben wir neue Secret Red Regine. Okay, Yoshi. Und, ja! Das sind die Secret Rare, von denen ich euch erzählt habe. Das ist auch hier so eine Full Art. Die sind auch so silber. Der Rand ist so silber und die glitzern noch anders. Wir haben garantiert so eine drin. Die sind aber schon so 20 Euro wert. Also cool. Die erste gute Karte haben wir hier. Ja, die erste Hammerkarte. Okay, hier ist was. Hier ist was. Okay, was? Werden wir gleich herausfinden. Was ist hier drin? Oh, Ultra Necrozma. Eine Necrozma. GX. Die ist wirklich gut. Und noch ein Vulkanion Holo. Ich habe irgendwie hier keinen Platz mehr. Und das Tolle an diesen Packs ist, dass man keinen Kartentrick machen muss. Ich weiß jetzt nicht, ob das so toll ist, aber schon. Hooper Holo und ein weißes Türen Holo, war? Ist das oder schwarzes? Weiß nicht. Oh, ich habe wieder vergessen, euch hier die Artwork zu zeigen. Ein Mimikma, Elfen, glaube ich, ja. Dann noch Evoli, Flamara, Aquana und Litzer. Was haben wir hier? Bei den koreanischen sieht man das halt irgendwie immer, wenn man die Packs öffnet, dass man was Gutes drin hat. Raikou und Giratina, also sehr coole Holos. Wir haben schon sehr viele Holos heute. Wenn ein Godpack ziehen, wäre das wirklich, wie soll ich sagen, einfach nur krass. Royal Holo und oh, Lucario Mate und Tag Team. Ja, die X-Tag Team. Gut. Wie viele haben wir noch? Weil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 ist gut. Kann man eine Goldkarte ziehen oder halt so was ähnliches. Zum Beispiel ein Godpack. Ja, ein Godpack wäre nicht schlecht. Muramola Holo und Juweltal Holo. Ja, auch sehr gut. Ja, sehr gut aussieht. Das ist der Stempel, aber in seiner ist der ist eigentlich in Deutschen. Gibt es den in einer anderen Form, halt nicht so. So gab es ihn nur beim Trainer Toolkit. Unsere Holo ist Emma Scheller und unsere andere Holo ist Jurashi. Was in Deutsch auch sehr spielbar ist. Ja, hier sind irgendwie zu viele Holos, also habe ich keinen Platz, sie alle hinzulegen.
Ich was? Haben wir? Ja, wir haben hier was. Wir haben hier was. Ist es? Wenn es ein Attacking ist, wäre es natürlich cool. Oder ein Full Art. Oder wenn sogar. Oder ein Trainer Full Art. Ich weiß es nur nicht, dass es denn. Ja gut, es ist nicht das denn, aber es ist ein. Ja, eine Jäkse. Ich weiß nicht, wie dieses Pokémon heißt. Und dann noch ein Victini. Hol ich. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier hinlegen soll. Das sind hier die koreanischen und Leute, oh Leute, oh Leute, wir haben hier eine Full Art, wir haben hier eine Full Art. Zwar eine Tag Team Full Art. Halt in den Korea, in den japanischen ist in jedem Pack eine GX, aber dafür sind nicht zwei Holos erhältlich. Oh Leute, oh Leute, oh, die ist sehr gut. Zwielfinst und Dromburg Tag Team, oh, in Full Art natürlich. Auch sehr gut, also kauft euch koreanische Karten. Sind original. Sind günstiger und wie ihr sehen könnt, hat man Glück. Da werden wir noch was aus dem Display ziehen. Hier ist was. Dann war es natürlich gut. Wenn nicht, nicht schlimm, weil wir haben schon einen Tag Team 2DX, eine Full Art und ein Fuller Tag Team. Zapdos Solo und. Ja, Shaymin Prisma. Wie soll ich das jetzt hier hinlegen? Noch drei Packs von dieser wunderbaren Edition. Und dann haben wir auch leider alle 100 Packs geöffnet. Glitzern alle Karten. Ein Absol-Holo und ein Zapdos-Holo. Zapdos lege ich immer auf Zapdos hin. Und Absol lege ich jetzt hier hin. Noch zwei Packs. Wenn wir noch was ziehen sollten, wäre das nicht schlecht. Ja, gut. Unsere Holos sind ein Arctos schon wieder und ein Wasboros. Ja, das sind ja drei solche. Ein blauer, ein grüner und dann noch der hier, der orange, ne? Ich glaube, Boros ist aber eher der grüne oder der blaue. Wie bekomme ich das jetzt hier auf? Ich nehme kurz meine Schere, weil das klappt hier einfach nicht. Auch mit diesem Schnitt. Okay. Geht ja. Ein Super Sandro und die anderen Tag Team lege ich jetzt einfach hier hin. Mew in Holo und, oh ja, zum Abschluss noch ein Zeraora in GX. Lege ich jetzt hier hin. Ich habe ja das riesige 100, 106 Opening, hat euch gefallen. Und wenn ihr noch mehr sowas sehen, solche Videos sehen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal.